Letztens rief ein Kunde bei uns an, er war völlig verstört, denn er hatte seinen Antrag auf Gründungszuschuss abgeholt und darauf stand Tag der Antragstellung das heutige Datum. Und er hatte nichts fertig, den Businessplan nicht, den Finanzplan nicht und er wollte viel später gründen und dachte nun, er hätte komplett den Gründungszuschuss verloren. Damit dir das nicht passiert, werden wir in diesem Video dir genau aufzeigen, was es genau bedeutet, Tag der Antragstellung und zu welcher Frist du spätestens auch gegründet haben musst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Gründer der X-Group. Gemeinsam mit meinem Team von über 40 Beratern helfen wir bundesweit Menschen dabei, genau diesen Gründungszuschuss erfolgreich zu beantragen. Und wir haben eine sehr hohe Erfolgsquote und es liegt auch daran, dass wir genau wissen, was die internen ermessenslenkenden Weisungen bei der Agentur für Arbeit sind. Schauen wir uns den Standardfall bei der Agentur für Arbeit an, wenn ein Gründer aus Arbeitslosengeld 1 heraus gründen will. In der Regel kriegt er zunächst einen ALG 1 Bescheid. Und da gibt es ein Anfangdatum und da gibt es vor allen Dingen auch ein Enddatum. Und von diesem Enddatum rückwärts gerechnet gibt es genau 150 Tage, die du mindestens noch zur Verfügung haben musst, um deinen Antrag auf Gründungszuschuss stellen zu können. Und weil diese Frist immer näher kommt, entscheidest du dich, zur Agentur für Arbeit zu gehen und den Antrag auf Gründungszuschuss abzuholen. Dann wirst du tatsächlich diesen Antrag ausgedruckt bekommen und der Sachbearbeiter wird auf der rechten Seite ungefähr in der Mitte unterschreiben. Und gleich neben der Unterschrift siehst du ein Datum und das ist tatsächlich das Datum von heute. Und die Überschrift lautet Tag der Antragstellung. Und vielleicht geht es dir an diesem Punkt dann wie vielen anderen, die sagen, ich habe meinen Businessplan noch gar nicht fertig, ich habe den Finanzplan noch gar nicht fertig, ich habe meine Gewerbeanmeldung nicht gemacht, die fachkundige Stellungnahme nicht eingeholt, wieso muss ich heute schon meinen Antrag stellen? Tatsächlich ist es aber so, dass der Prozess der Antragstellung auf Gründungszuschuss in zwei Phasen unterteilt werden kann. Die erste Phase hast du jetzt erlebt, dass du nämlich beim Sachbearbeiter den Antrag gestellt hast und der hat das zur Kenntnis genommen, dass du dich jetzt selbstständig machen willst und wird in seinem System deshalb auch eintragen, dass du jetzt ab sofort dich auf deine Existenzgründung, auf eine Selbstständigkeit vorbereitest, sodass du dich nicht mehr vermitteln musst. Und das ist für den Sachbearbeiter der Tag der Antragstellung. Das heißt aber jetzt noch längst nicht, dass der Sachbearbeiter deine Unterlagen prüft, dass er deinen Businessplan, Finanzplan hat oder schon braucht oder dass er überhaupt jetzt deinen Antrag bewilligen darf. Denn dein Antrag ist noch nicht vollständig, du hast ihn erst abgeholt. Zur Vollständigkeit brauchst du neben einem Businessplan, dem Finanzplan, auch eine fachkundige Stellungnahme, zum Beispiel von uns, dass wir das Ganze gutachterlich geprüft haben und unterschreiben können und das abstempeln müssen, dass du davon leben kannst, sondern du benötigst dann noch das entsprechende auslösende Ereignis. Was ist nun in einer Demokratie das auslösende Ereignis? Alles, was hier geschieht, muss irgendwie dokumentiert werden. Wenn du auf die Welt kommst, dann kriegst du eine Geburtsurkunde. Wenn du später heiratest, gibt es eine Eheurkunde. Wenn du dich wieder trennst, eine Scheidungsurkunde. Wenn du ein Auto anmeldest, gibt es einen Kraftfahrzeugbrief. Und wenn du dich selbstständig machst, hast du entweder eine Gewerbeanmeldung und oder wenn du dich freiberuflich anmeldest, beim Finanzamt eine steuerliche Anmeldung. Und erst wenn diese beiden Dinge geschehen sind und deinem Antrag beiliegen, dann ist überhaupt dieses Ereignis des Gründungsdatums entscheidend zum Vollerwerb für das Auslösen der abschließenden Antragsbearbeitung deines Antrags auf Gründungszuschuss. Was bedeutet das nun zusammengefasst? Das bedeutet als erstes, dass du deinen Gründungszuschussantrag erst dann bekommen kannst, wenn du dein Arbeitslosengeld 1 Bescheid hast. Wenn du aber deinen Antrag abholst, heißt es noch nicht, dass du gegründet hast und sofort alles fertig haben musst, sondern du hast dir Zeit spätestens bis zum Ablauf der Restanspruchstragefrist von 150 Tagen. Und du gehst erst dann zu deinem Sachbearbeiter zurück, wenn du alle Unterlagen fertig hast, die auf der zweiten Seite des Antrags auf Gründungszuschuss aufgelistet sind. Dort ist eine Checkliste, Finanzplan, Businessplan, Umsatzplan, Liquiditätsplan, vielleicht noch ein Gründungsseminar und auf jeden Fall eine fachkundige Stellungnahme ist erforderlich. Zusätzlich dann deine gewerbliche und oder deine steuerliche Anmeldung. Und die fachkundige Stellungnahme bedeutet, dass wir die Vollständigkeit der Unterlagen prüfen, dass wir die Plausibilität prüfen und dass wir auch den Finanzplan prüfen, ob du tatsächlich davon leben kannst. Und das überprüfen wir an deine Lebenshaltungskosten, an Marktvergleichen und wir sind auch aufgefordert, dich als Unternehmerpersönlichkeit zu überprüfen, ob du die entsprechenden kaufmännischen und branchenspezifischen Qualifikationen besitzt. Und das alles fassen wir zusammen in einer fachkundigen Stellungnahme, die nachweislich dann nicht nur überhaupt die Antragsbearbeitung durch den Sachbearbeiter verursacht, sondern auch maßgeblich erfolgsentscheidend ist, dass dein Antrag auf Gründungszuschuss positiv bewilligt wird.
Das heißt, du brauchst keine Bange haben, wenn du deinen Antrag abholst, da steht das Datum von heute drauf. Denn Zeit hast du spätestens bis zur 150 Tage Restablauffrist bzw. vor dem Datum, wo du in den Vollerwerb auch deine Anmeldung vollzogen hast. Und wenn du deine Erfolgswahrscheinlichkeit, deine Aussichten maximieren willst, dann empfehle ich dir zwei Dinge. Das erstens, gerne kannst du uns buchen als fachkundige Stellungnahme, dass wir alles auf Plausibilität, Integrität und auch auf Richtlinienkonformität überprüfen. Das zweite, was ich dir auch empfehle, nicht nur um die Kosten zu senken, sondern um dich noch besser vorzubereiten, ist, dass du vorher einen kostenfreien Beratungsgutschein beantragst. Der Name dafür ist AVGS und heißt Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein. Das zweite Wichtige, was ich dir aber noch mitgeben möchte, um deine Erfolgswahrscheinlichkeit zu maximieren, ist einen sogenannten Beratungsgutschein zu beantragen, der die Maßnahmennummer hat 955-16121. Denn dort ist nicht nur die vollständige Überprüfung der Unterlagen drin, auch die fachkundige Stellungnahme, sondern vielmehr die gesamte Vorbereitung, Überprüfung deines Bescheids, der Antragsfristen und auch der Vollständigkeit aller Anmeldevorlagen. Da lade ich dich ein, wenn du auch zu denen gehören möchtest, die über 90% Wahrscheinlichkeit einen positiven Antragsbewilligungsbescheid bekommen, in ihren Händen haben wollen, dass du jetzt Gebrauch machst von einem kostenfreien Erstgespräch. Gerne kannst du alle Fragen stellen und wir helfen dir auch bei der Antragstellung des kostenfreien Beratungsgutscheins, wo du bis zu 80 Unterrichtseinheiten bewilligt bekommen kannst. Gerne kannst du jetzt aber auch das Video mit Daumen hoch bewerten, unseren Kanal abonnieren und jetzt gleich Gebrauch machen von deinem kostenfreien Erstgespräch. Und ich wünsche dir viel Erfolg und viel Freude bei der Antragstellung und schließlich dann noch bei deiner Gründung.